berühmte Ansicht von Habeschwerdt unten vom Ufer der Neiße hinauf auf die Stadt mit den Türmen und der Silhouette direkt am aufsteigenden Ufer der Neiße. Hier in Habeschwerdt. Brücke in Habeschwerdt über die Neiße und im Hintergrund sehen wir das berühmte und bekannte Profil von der Stadt Habeschwerdt. Die Stadtkirche ist hinter dem Baum etwas versteckt. Ich gehe noch an eine andere Stelle, um sie besser aufnehmen zu können. Hier sehen wir die Häuser an der Neiße in Habeschwerdt und hier ist die Ausfallstraße, da möchte ich nach Maria Schlef kommen. So, hier sehen wir jetzt die Stadtkirche noch besser und wie gesagt, hier vor uns ist die Neiße Brücke und da hinten die Stadtkirche. So, wir sind jetzt im Tal, in Wölfelsgrund und hier sehen wir auf das Panorama, was sich aus dem Tal von Wölfelsgrund darbietet. Ist ein Blick auf die andere Seite des Talkessels und zwar genau etwa nach Norden. Da hinten sehen wir den kleinen Turm der Dorfkirche. Einmal ein Blick aus dem Tal bei Wölfelsgrund in die wolkenverhangenen Berge und im Dunstschleier kann man ganz zart den Schneeberg, der sich bis auf eine Höhe von über 1400 Meter in den Himmel schwingt, erkennen. Das Tal selber ist noch sehr urwüchsig, unverfälscht und gehört wohl mit zu den landschaftlichen Schönheiten des Glatzer Kessels. Einmal der Blick in die andere Richtung, auf die andere Begrenzung des Glatzer Kessels in Richtung Westen. Auf einem abenteuerlichen Weg sind wir jetzt fast bis zu Maria Schnee gekommen, aber nun wird der Weg für ein Auto fast unpassierbar, vielleicht für ein Jeep mit Allradantrieb. Und wir wollen das Risiko nicht eingehen, mit dem Auto weiterzufahren. Hier ist ein kleiner Kreuzungspunkt von mehreren Wander- und Waldwegen. Auch einige Marienbilder sind hier zu sehen und da hinten eine große Christusstatue. Hier an dem Ortsschild bzw. an dem Wanderwegweiser sind die verschiedenen Richtungen angegeben und normalerweise müsste es jetzt zu Fuß ungefähr eine Viertelstunde zu Maria Schnee sein. Allerdings ist ein großes Risiko, hier das Fahrzeug abzustellen und alleine zu lassen, obwohl wir hier ein anderes Fahrzeug haben, was mutig gewesen ist und wahrscheinlich zu Fuß weitergewandert ist. Und
Wir haben Gottvertrauen und werden jetzt auch zu Fuß aufsteigen. Auf halber Strecke entdecken wir zu unserer Freude schon den Kirchturm von Maria Schnee. Der schlechte Weg ist doch nicht so weit, wie wir befürchtet haben. Und wir werden gleich von dem Standort Aufnahmen machen können. Hier ist ein Blick hinüber in das Schneegebirge. Es ist sehr diesig. Man kann wenig von den Bergen erkennen. Hier ein Blick zurück. Und wie gesagt, das sind höchstens 1,5 Kilometer zwischen Parkplatz und unserem Standort. Und hier kommt sogar ein Wagen heruntergefahren. Wir schon ganz nahe bei der Wallfahrtskirche Maria Schnee und haben hier eine Sicht, schlechte Sicht auf den Schneeberg im Schneegebirge. Hier haben wir jetzt die fantastische Aussicht hinunter in den Glatzer Kessel von der Wallfahrtsstätte Maria Schnee aus gesehen. Das ist die Wallfahrtskirche selbst. Und hier gegenüber ist wieder das Schneegebirge, bei dem man noch ganz oben in den Höhen jetzt schwach Reste des Winterschnees sehen kann. Eine fantastische Landschaft umgibt uns. Wir haben doch recht gehabt, auf dieses Erlebnis nicht zu verzichten. Etwas Sorge macht uns natürlich, dass uns ein Jeep entgegengekommen ist und unser Auto jetzt da allein steht und wir gehört haben, dass eine Befahrung der Strecke, wie wir sie gemacht haben, eigentlich verboten ist. Die Verkaufe, die Unterbringung wird steigen und damit wird das Recht der Wissenschaft gemacht werden. Weil wir haben Sünde sein, Sande Gottes und Geist seines Sohnes in unseren Herzen, denn der Geist der Wut, aber das. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Gott, der Liebe Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sei nicht wie